Und wenn er heute nicht zu Hause ist, können wir das Ding bei ihm in Bar wegschließen oder so und Richtig. Hat er nicht auch irgendwann eine wieder Tochter holen. oder sowas? Hat eine Tochter und dann eine Handvoll Gesellen, so sie auch noch leben sollen. Ach, einer von denen wird schon noch leben. Außerdem ist der Mann nicht so ganz da, also könnten wir uns ein bisschen beeilen, weil sonst werden wir Dann irgendwann die vorwärts. arme Larsch. Ja, dann könnt ihr in Richtung des steinernen Feuerhäuschens von Thorn Eisinger herantreten. Die sechs Essen brennen heiß und 12 Ambosse könnt ihr erkennen. Allesamt sind sie belegt, sowohl die Essen als auch die Ambosse. Geklinge und Geklonge von Handwerkern. Nicht unbedingt alle sehen so aus, als ob sie da wissen, was sie tun, aber ihr könnt auch Thorn Eisinger erkennen, der da durch die Reihen schreitet, nicht selber schmiedet, sondern eher anweist und dann Verbesserungen und Tipps gibt. Genauso wie seine Tochter. Er guckt euch an, zwirbelt sich nochmal durch seinen perfekten Bart und streicht sich dann nochmal auch den Kinnbart zurecht und guckt euch dann an. Was habt ihr denn da? Schwarzes Metall, schon lange nicht mehr gesehen. Das ist die von Bertling, richtig? Ist sie. Leider Und in der schlecht. Wir Abwehr hören wurde es. seiner gerechten Strafe zugefügt und nun, jetzt müssen wir irgendwie seinen Körper da rauskriegen, damit wir ihn auf den Scheiterhaufen bringen können. Ihr habt ihn also gerichtet. Die Ja, er hat Inquisition eine Stelle hatte vergessen. mich diesbezüglich schon einmal informiert. Er war ja in die Causa informiert, eingeweiht, als ihr ihn dann am kaiserlichen Turnier gestellt hattet. Man kann ihn da tatsächlich nicht lebendig rausholen. Ich war mir nicht ganz sicher, inwiefern die Inquisition sich seiner annehmen wollte, aber dann kam die Schlacht von Werheim dazwischen und naja, dann die Schlacht in den Wolken und ihr wisst ja dann, was passierte. Ah, jetzt ist er tot. Ja, wir haben ihn Richtig. in den Überresten des Bannstrahlerturms gefunden. Er hat die Namen der Erzdämonen ausgesprochen und Flüche von sich gegeben, also haben wir ihn gerichtet. Ja, ich meine, ihr seid Helden, kann man sicherlich von euch. Gut, Selbstjustiz war das jetzt nicht wirklich, aber. Und Albert von Wertling war ein vogelfreier Mann. Ja, richtig, richtig. Ich kann ihn aber nicht rausholen. Das ist keine Konservenbüchse wie die, ich sonst schmiede. Die dann Scharniere haben, die man dann ab und anlegen kann. Das Riemen, die man dann festzort, das ist etwas komplett anderes. Ich weiß, dass es wohl Widerhaken gibt. Das könnt ihr hier und hier daran erkennen. Das sind dann die Nieten, die von außen dann durch die Rüstung getrieben worden sind. Das ist auch Endurium-Nägel, so würde ich sagen. Die sind dann auf der anderen Seite verschraubt worden. Ihr könnt also sehen, dass hier helle Speiche, man hat sie ihm also durch das Fleisch getrieben. Von der einen Seite und auf der anderen Seite wieder festgemacht. Das ist brutal. Das ist ziemlich Was brutal. Ich kenne solche Ähnliches habe Rüstungen. ich schon mal gesehen. Ja, ich kenne solche Rüstungen von von der Roten Legion aus Maraskan. Kann man Also ist allerdings tatsächlich etwas. unsere beste Möglichkeit, ihn einfach herauszubrennen. Würde ich schon sagen. Ich bin jetzt kein Boron-Priester und auch kein Ingram-Priester. Beileibe, man hat mir diese Stelle angeboten, aber. Ja, müsstet ihr ihn rausbrennen. Also, weiß ich nicht, vielleicht einen langen Spieß. Gott, das muss unglaublich blutig werden, aber ja, einen langen Spieß, dann durch seinen Leib stecken, umgedreht auf das Feuer und dann rauskochen. Die Rüstung wird das ohne Probleme mitmachen. Ja, ein Durium, bis man das weich bekommt, schon ein Berufsgeheimnis. Klärt Vielleicht er sich sollten aber wir. durch die langen Haare. Kann man nicht die In ganze Rüstung einschmelzen? die In ihm ganze Rüstung. darin? Nochmal, das ist Endurium. Ich habe keine Ahnung, wie feuerfest Endurium ist. Ja, niemand hat Ahnung, was Endurium ist und wie man das, gut, außer mir und ungefähr zwei anderen Menschen auf Aventurien. Sagen wir drei. Das sind wir beim Richtigen. Ja, aber tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ihr seht, dass meine Schmieden heiß und brennen. Was sollen wir jetzt mit Endurium anfangen? Also kocht ihn gerne raus und legt die Rüstung beiseite, wo vielleicht habe ich in 5 Jahren Zeit, wenn Garrett wieder aufgebaut ist. Meinetwegen auch in 2 Jahren, aber. Nun, ich denke, unsere Feinde sind noch aktiv und die Not an Waffen wird weitaus größer sein, als Garrett wieder komplett zu errichten. Gemacht, Geras, gemacht. Das ist gerade nicht der Punkt. Natürlich. Wir müssen ihn, brennen wir ihn heraus, exorzieren wir die Rüstung, wenn es etwas darin gibt, und dann sehen wir weiter. Ja, genau so solltet ihr das tun und ja, wie gesagt, ich kann euch das wird sehr, sehr lange dauern. Das ist kein Prozess, der innerhalb von wenigen Tagen geht, sondern das wird monatelang dauern, diese Rüstung einzuschmelzen. Das kriege ich hin. Aber wie gesagt, meine Reserven,
Wir müssen Gareth wieder aufbauen. Da, selbst wenn der Ingrim-Tempel wieder steht oder Simia-Tempel, dann können Sie mir etwas über die Hand gehen. Wenn ich ein bisschen wendet euch in einem halben Jahr nochmal an mich, dann können wir mal gucken, ob ich das wieder hinbekomme. Ach, da fällt mir ein. Brennt ihn da erstmal raus und dann sehen wir weiter. Exorziert das Rüstungsding, weil wenn da ein Dämon drin spukt, den kriege ich mit meinem Hammer sicherlich auch nicht weg. Mir fällt aber noch gerade ein, wir hatten ja mit den Leuten aus dem Norden abgemacht, dass 3x12 togrische Handwerker Dispense bekommen sollen. Also Meister Eisinger, wenn ihr Schmiedegesellen vertragen könnt, dann dürft ihr euch da wohl bestimmt welche aussuchen. Ihr seht, dass du meine Ambosse und auch meine Esse. Ich brauche mehr Essen, ich brauche mehr Ambosse. Ich kann auch nicht mehr wirklich. Also, ihr seht euch so an, die Buben da. Ich bilde die gerne aus. Ich habe kein Problem. Ich bilde die Tobria aus, die Almadana. Es interessiert mich nicht. Solange die mich alle in Ruhe lassen, bilde ich alle aus. Aber ich brauche auch die Zeit dafür. Wir machen hier kein halbgares Natürlich. Zeug. Wir sind hier immerhin bei meiner Schmiede, der Heldenschmiede. Natürlich. Und in Grimm predigt schließlich Geduld. Es wird sicherlich auch genug Baumeister unter den Flüchtlingen geben, um neue Essen und neue Schmieden zu bauen. Das werden wir wohl am meisten brauchen. Wenn euch langweilig ist und ihr so gar nichts zu tun habt und ihr auch keine Lust daran habt, Gareth wieder aufzubauen, dann könnt ihr euch auf die Zyklopeninseln schicken. Da könntet ihr dann. Ich hab da noch einen Freund, der kriegt seine Schmiede auch ähnlich heiß. Aber es gibt in Kuntium auch noch eine Dame, die Endoria verhütten kann, aber. Die ist uns wohl bekannt. Ja, die haben wir bereits einmal getroffen. Anstrengende Dame. Ja, Aber ich denke, leider haben wir keine Zeit. Wir haben auch genug zu tun. Was wir hier bis jetzt freigelegt haben in den Trümmern, ist beunruhigend. Und in Aranien brennt es scheinbar auch. Und in Romilis. Ach ja, richtig. Ludolf hatte da was zu gesagt. Stimmt, Hafax ist auf dem Vormarsch. Also dann wird diese Ja. Rüstung sowieso nicht fertig. Ich habe gehört, dass Nein, Hafax auch das in einer sollte sie auch steckt. gar nicht sein. Hafax steckt auch in der Endurium-Rüstung. Der ist da wohl auch ähnlich eingearbeitet. Und er hat ein schwarzes Schwert. Eins von dreien. Wäre nicht das erste Mal, dass wir jemandem eins abnehmen. Ach richtig, ich habe gehört, dass ihr, deutet auf deine Hand, auch schon Erfahrung damit hattet. Stimmt, stimmt. Ja, Sehr wo bitter. Endurium-Waffen geschwungen werden, da höre ich davon. Nun, Gut. Dank für eure Expertise. Wir werden uns an eure Empfehlungen halten. Ja, ist nicht ganz ungefährlich, aber ihr könnt ihn ja dann an der Dämonenbrache aufstellen. Das ist immer ganz lustig, wenn das dann so ein bisschen rausknackt oder ploppt, dann vielleicht haben die Dämonen auch ein bisschen was davon. Ich gucke ein bisschen schockiert. Ich bin mir sicher, die Magistra und ich werden uns an den entsprechenden Exorzismen dann hinreichend abarbeiten. Solltet ihr ihn zumindest nicht in der Stadt verbrennen. Nein, haben wir Recht. nicht vor. Macht, wie ihr wollt. Wenn ihr zur Dämonenbrache wollt, darüber der Weg. Sind Vogelperspektive nicht mal 100 Meter. Ja, doch, 400. Sagen wir 400. Wir überlassen dann euch einmal eure Arbeit. Die Stadt braucht euch schließlich. Ja, die Götter mit euch. Wir sehen uns dann irgendwann im Heldenrad, wenn ich wieder vorbeischauen kann. Ich hab gehört, Answin ist weg. Ist er leider. Aber Melchior Dragontod ist dabei. Na, ist auch gut. Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Habt ihr auch den Hochkönig der Zwerge gesehen? Albrax, der ist vor. Wann war das? Ich glaube gestern. Gestern ist er mit einer Schubkarre hier vorbeigefahren, beziehungsweise hat sich vorbeifahren lassen. Murmelte, glaube ich, irgendwas davon, dass er weitere Zwerge holt und dann wiederkommt. Er sagte irgendwas mit Splitter einschmelzen oder so. Ja. Ach, wie schade. Ah. Eisinger, wie viel versteht ihr von Baukunst? Von Baukunst. Ich bin Schmied, Grobschmied. Es gibt da nämlich einen Tempel, den wir gefunden haben, der eventuell zum Einsturz gebracht werden sollte. Sind euch gegebenenfalls Architekten oder so bekannt, die hier in Gareth tätig sind und noch am Leben sind? Architekten.
Also es gibt natürlich eine ganze Menge, die gerade dann auch hier in Ashenrot oder so rumlaufen. Ich habe natürlich auch einen guten Kontakt zu der Ingrim-Kirche. Jetzt der verstorbene Ingrim Feuerlinde Hitzacker. Das war natürlich eine hervorragende Baukünstlerin. Werde mir mal meine Gedanken machen. So, auf Anhieb fällt mir da gerade keiner ein, der ein besonderes Fingerchen dafür hätte. Verstehe. Also wenn euch jemand einfällt, wir sind erreichbar in der alten Residenz oder in der Villa Kaino. Ja. Na gut, machen wir uns an die Arbeit, so widerlich sie auch sein mag. Schleifen wir die Rüstung weiter. Richtung Süden. Wohin? Erstmal Richtung Süden, auf die Straße raus. Nach Sonnengrund. Denkt ihr, wir sollten vielleicht oder Stygoma weiterziehen? Um die Bohren gefälligste Art, ihn dort herauszubekommen, zu finden, ja. Das ist wahrscheinlich angeraten. Könnte man ihn nicht herausschmelzen mit Hilfe der Säuren? Ich denke, wir haben das Problem, dass er nicht unbedingt dabei sein kann, wenn wir, diese Hinrichtung vollführen. Er hat genug zu tun. Ich muss die Befürchtung äußern, dass Bruder Stügemann uns anraten könnte, ihn einfach mit Samt zu begraben. Nun, er ist ein Frevler, er muss verbrannt werden. Wenn man ihn auflöst? Seine Hinrichtung beruht darauf, dass er als Reichsverräter vogelfrei ist. Auch solche haben meinen Bohren gefälliges Begräbnis verdient. Dann werde ich einen Segen während seiner Beerdigung für ihn sprechen. Erst einmal sollten wir uns diese Rüstung genauer ansehen, um zu sehen, ob da noch ein Dämon drin gebunden ist oder nicht mehr. Sollten wir ihn nicht erst hinausbrennen, dann die Untersuchung durchführen? Wenn es ein Dämon ist, der ihn gegen Feuer schützt, wäre es vielleicht nützlich, vorher ihn zu untersuchen. Möglicherweise sind bei der Untersuchung auch Schwachstellen in der Rüstung zu erkennen, wo wir ansetzen können, um sie zu knacken. Also wohin? Wir können nicht auch auf einer Straße stehen bleiben. Dämonenbrache ist darunter. Ja, und dann recht. Ihr wollt nicht wirklich zur Dämonenbrache, oder? Wir wollen ja nicht. Asinger hat schon recht. Wenn irgendwelche dämonischen Nebeneffekte auftreten, wollen wir die nicht in der Stadt haben. Aber auch nicht in der Nähe der Dämonenbrache. Das ist völlig von Sinn. In der Nähe, das ist doch nichts dabei. Wir waren doch schon da drin. Ja, und er hat geleuchtet wie bescheuert und habe mir fast gestorben. Wir gehen ich ja denke, auch nicht gemeinsam werden rein. Gemeinsam werden wir gegen irgendwelche streunenden Dämonen, wenn es denn welche gibt, gefeit sein. Ja gut, gegen Dämonen umbringen habe ich eh nie was, also das überzeugt mich schon. Ich bin von einem Plan immer noch nicht überzeugt. Wir wollen ja auch nicht hinein, wir wollen an den Rand der Stadt. Du kannst ja dieses Schilddings da anmachen. Der Rand der Stadt muss ja nicht unbedingt in der Nähe der Dämonenbrache sein. Natürlich, wir schleifen das Ding einfach durch ganz Sonnengrund und hoffen, dass uns niemand von hinten absticht. Und wir werden auch natürlich Pereine verärgern, indem wir irgendwelches dämonische Gesinde auf ihre Felder auslassen. Kommt auch noch dazu. Wollte nicht erstmal Isidor und die Rüstung analysieren? Ja, aber nicht hier mitten auf der Straße, das dauert eine Weile. Kommt jetzt davon rechts. Ja gut, dann machen wir es halt in der Dämonenbrache, das macht's auch lustiger. Ja, da vorne rechts. Damit werdet ihr tatsächlich den Weg einschlagen, den euch Thorn Eisinger genannt hat. Und mit einem unguten, ziehenden Gefühl im Bauch könnt ihr dann wieder vor den Priorschrein Platz nehmen. Der Gürtel, der Ring, der sich hier gebildet hat. Ich bin überrascht. Dafür, dass dieser Ort so gefährlich ist, haben die Leute hier nicht einmal eine Mauer gebaut. Die Götter halten mit ihrem schützenden Einfluss die Brache im Zaun. Dennoch ist eine Mauer eine sehr gute Idee. Das ist richtig. Ich blicke mal zur Stadtmauer rüber, aber ich sage nichts. Ja, dann ist, glaube ich, besser, wenn wir beide unsere Waffen ziehen, falls doch ein Dämon oder ähnliches auftaucht. In den Fall der Fälle, natürlich. Nun, Magistra, haltet eure Samtes. Gut, dann würde ich erstmal den vorbereitenden Odem sprechen, mir dabei Zeit lassen. Guck
gucken wir mal, was dabei rauskommt. Der ist schon mal gelungen. Und damit sammle ich auch 5 Punkte Erleichterung für mein Analys mit ein. Der wird dann hinterhergesprochen. Dann habe ich hier meine 5 Punkte. Lassen wir da auch wieder Zeit. Und dann gucken wir mal. Ja, während ihr dort Aufstellung nehmt, um die Rüstung vor Isorin abgelegt habt, könnt ihr sehen, wie sich wohl auf der anderen Seite des Gürtels irgendwas Großes, Schwarzes, Monolithisches nach oben schiebt. Eine Kreatur, ein Dämon, schwarz mit vielen Tentakelauswüchsen und 3 Hörnern, die ihm aus dem Kopf wachsen. Während Isarun gerade mit dem Blick auf der Rüstung schwebt, könnt ihr sehen, wie wohl Auswüchse dort entstehen, aus dem Leib herausgebildet werden. Und ihr könnt sehen, wie dort Organe auf der Außenhaut wachsen, auf der... Das ist kein Organ, es wächst weiter. Ihr könnt sehen, das ist Raphim. Er bildet sich aus, humanoid. Ihm ist ein 3. Arm gewachsen, der da gerade entsteht, fällt einfach tot zur Seite, nachdem die Frucht aufgeplatzt ist. Irgendwie Säure, die da gerade rausfließt, und dann könnt ihr sehen, wie 2, 3 andere Organe herauswachsen, Früchte, die größer und größer werden, und da entsteht gerade Isarun. Ihr könnt Yalan erkennen und einen 2. Yalan. Dem 2. fehlt allerdings ein Bein. Auch er fällt wie tot hin, und die anderen beiden allerdings, wenn die aufplatzen, werden sacht abgestellt. Sie sind immer noch schwarz, ölig schwarz, blicken euch aus finsteren Augen an. Isarun, eine Sinnenschärfeprobe bitte. Ganz normal? Ganz normal, ja. Der Odem sagt dir, diese Rüstung ist nicht magisch, aber wenn du mit dem Analys drauf blickst, erkennst du den Schleier. Die erste Sinnschärfeprobe hilft dir gar nicht. Also du siehst diesen Schleier, du siehst, dass dort irgendwas aus der Matrix zurückgehalten wird, als ob es dahinter versteckt ist. Eine Wand, hinter der ein weiterer Zauber liegt, aber du kannst nicht erkennen, welcher Zauber es ist. Kann ich mit Magiekunde und meiner Spezialisierung auf magische Analyse da irgendwas theorisieren? Magiekunde würde ich auch erlauben, ja. Währenddessen könnt ihr sehen, wie 2 Abelmirs aus dem Schoß von diesem Dämon fallen. Was für eine Scheiße ist das schon wieder? Ich beginne ein Gebet. Mit den Zielen der Liturgie zu wirken. Darf ich schon Victor's Solenal daran? Schütze uns vor den Kreaturen der Niederhöllen. Gottes Willen. Darf ich über Magiekunde rausbekommen, was das für ein Dämon ist? Ja, Spezialisierung Dämonologie zählt natürlich. Habe ich? Ja, kannst gerne würfeln. Musst du den Namen nur noch richtig aussprechen. Oh Gott. Salanolok. Genau. Ja, steh uns bei. Ein Dämon der Gegenspielerin Zars. Ich möchte einen Jotskreis wirken. Trotzdem nur, sorry. Jetzt kann es nicht magisch. Ja, ist eine Rondra-Liturgie, dementsprechend gerade 1,5 Karma. Richtig, ich finde nur gerade meinen Dingswert wieder nicht. Achso, jetzt sind das Rüstige. Genau, ist nicht erschwert. Es sei denn, du möchtest mir irgendwas sagen, aber du sagst mir vermutlich nichts. Aber das sieht gut aus. Du stehst am Rande der Brache, hinter den Prayo-Schrein, dementsprechend ist es noch keine Brache, also noch ist es kein unheiliger Grund. Und der Boden im Umkreis von 10 Schritt, Z müsste 10 Schritt sein, ja, gilt das einfach geweiht gegen... Ja, du rennst also einen kleinen Halbkreis, den du dann beschreitest und ziehst dann mit deinem Schwert durch den Sand diesen Kreis auf, während du rumläufst. Dann kommt von Isarun eine weitere Sinnschärfeprobe. Möchtest du die 19 chippen? Ja, ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die zu chippen. Haltet eure Nerven zusammen.
Solange wir hier bleiben und an die Götter glauben, kann das nichts geschehen. Ja, dann kannst du mittlerweile den Schleier nach und nach wegdrücken. Deine Augen leuchten immer noch mit Sternlicht. Und du siehst hinter dem Schleier einen Gurgulum leuchten, der in die Rüstung gebunden ist. Beziehungsweise auch in die Rüstung hinein, ein Dunkelschlunddämon. Das ist die gleiche Art Dämon, oder? Das ist eine agrimotische Variante, die dann den Träger verstärkt. Also das kannst du in quasi alle Rüstungen sprechen. Normalerweise machst du das in Dämonenmetall. Jetzt in diesem Fall ist es halt in Durium für noch mehr Rüstungsschutz und für noch mehr Artefaktmagie. Du siehst eben auch wieder Accelerati reingebunden sind. Du siehst da auch Armatrutz. Du siehst verschiedenste Dinge, die in diese Rüstung eingebunden sind. Die Stärke dahinter kannst du noch nicht erkennen. Dafür brauchst du mehr Zeit. Aber das Ding ist für einen Kriegsgott erschaffen. Und es wundert dich nicht, dass der alte Mann 80 Jahre war? 60, zwischen 80. Du weißt nicht, wie alt Udalbert war, aber das ist überhaupt keine... Also es wundert dich, dass Jarlan überhaupt sitzen geblieben ist auf dem Pferd und mehrere Male anreiten konnte. Hätte er die Lanze direkt in die Brust bekommen, dann hätte er auf der anderen Seite hätte diese Lanze wieder rauskommen können. So viel kriegsgöttliche Magie ist da drin, beziehungsweise erzdämonische Magie. Eine Ein-Mann-Armee. Hm. Gut, also sag mir einfach Bescheid, wenn unsere Zeitlinien sich wieder überkreuzen, also ich mit meiner Analyse fertig bin und die mit ihrem. Ja, wollen die anderen noch irgendwelche anderen Liturgien sprechen, irgendwas anderes sich vorbereiten? Iserun steht da jetzt 10, 15 Minuten. Oh, für die endlose Schlacht, meine Brüder. Ich würde im Guardianum Schutz gegen Dämonen wirken. Mhm. Der Magistra, kann euch nichts geschehen. Vernichten wir dieses Ungetüm. Habt ihr, lasst euch nicht hervorlocken. Auf der anderen Seite könnt ihr jetzt mittlerweile dreimal Kiaras erkennen, immer noch schwarz, ölig, glänzend. Zweimal Iserun, fünfmal Jarlan und Rafim hat sie wohl besonders viel Spaß erfunden. Mittlerweile kämpft er wohl auf der anderen Seite nicht mit irgendwelchen Schwertern, sondern hat sich nur irgendwelche Stöcke genommen. Die Hörner pulsieren immer noch unglaublich widerlich. Schwarzer Schleim, der aus den Hörnern herausläuft. Es ist einfach nur eine Misskreatur. Operation Herr Tenebris, Lux Triumphat. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie Iseruns Augen mittlerweile klar werden. Der schwarze Abelmir hat wohl seine Stäbe mittlerweile genommen und deutet wohl mit einem Ignifaxius auf eure Richtung. Spricht da wohl irgendwelche schwarzen Reime, es passiert aber nichts. Also er versucht zu zaubern, aber das Ding kann es nicht. Maleficus et Mendacus, Lux Triumphat. In Ignem et Gladium, Lux Triumphat. Bleibt zusammen! Ein Frevelanzer. Iserun wird gerade wieder klar und du blickst gerade zu deinen Kameraden, die einen schützenden Kreis um dich gezaubert haben. Du siehst den Guardianum noch kurz flimmern und flunkeln von Abelmir, also irgendwelche widerlichen Fliegen, die da wohl gerade gegenfliegen und das Ganze dann gleich zum Schimmern bringen, wenn sie dann auf der Oberfläche verglühen. Und den Schutzsägen von Jarlan. Puh, also da steckt jede Menge Magie darin, also was ich da alles rausgefunden habe. Ganz, ganz viele Zauber. Also erstmal, es ist immer noch ein Dämon da drinnen, den müssen wir tatsächlich exorzieren. Der ist nicht einfach so, hat sich nicht einfach so verflüchtigt. Dann sind da noch ganz viele Zauber, die im Kampf hilfreich sind drin, Acceleratus, Armatrutz und so weiter. Auch Stärke verstärkende Sachen. Also, Jarlan, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass der euch nicht so richtig getroffen hat mit im Kampf. Die Götter waren mit mir. Sollte das nicht besucht werden und die Magier hat nichts davon gefunden. Nun, es war ja, also ich brauchte jetzt auch, wie ihr gemerkt habt, längere Zeit, um mich durch den Schleier, also den Zauber, der das Ganze eben verschleiert, durchzufressen. Und aus diesem Grund konnte man wahrscheinlich noch nichts herausfinden, was genau dort drin war. Ja, wahrscheinlich haben die Bandstrahler keinen Magier in die Nähe von ihm gelassen, wodurch niemand ihn untersuchen konnte. Großartig. Natürlich nicht. Das ist natürlich sehr schlecht. Und jetzt hockte da die ganze Zeit dieser Dämon drin. Gib mir mal bitte das 20. Ist ein Dämon. Sehr gut. 16, ihr habt zwei Geweihte dabei.
Also eher so 19. Oder noch mehr, genau. Ja, erzählt ruhig weiter, ich guck gerade. Nun, es ist ja gut, dass wir uns der Sache angenommen haben. Richtig. Können wir ihn jetzt anzünden? Ich würde zunächst den Exorzismus empfehlen. Es könnte nämlich immer noch sein, dass der Dämon erwacht und diese Rüstung quasi als Mia-Mionette verwendet. Ihr könnt jetzt sehen, wie auf der anderen Seite der Brache ein Reh auftaucht. Stellt sich wohl gerade neben den, neben die wieder natürliche Missgeburt von Asphalot und knurrt euch mit Reißzähnen an. Dann stellt sich das Reh hin auf die Hinterbeine und rennt an. Es sieht sehr merkwürdig aus. Plötzlich verschwindet es im Limbus und dann taucht es wieder kurz vor dem Praioschrein auf, knackt gegen die unsichtbare Mauerlinie. Ihr könnt noch den Guardianum von Abelmir weiter flackern sehen und Abelmir wird ungefähr einen halben Meter nach hinten gestoßen. Was ist das denn für ein widerwärtiges Viech? Knurrt euch an, der Geifer läuft aus den Zähnen heraus, es lässt sich wieder auf die Viere hinab und ja, knurrt euch jetzt giftig an. Einer von den Raphims geht dorthin und schlägt das Reh einfach. Dreht ihm den Hals um. Wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Magistra, sollte man einen solchen Exorzismus nicht in einem Tempel durchführen? Das ist auf jeden Fall angeraten. Welchen Tempel, welche Domäne ist das Vieh gehörend? Der Schänder der Elemente. Also Ingerim. Wir haben keinen Ingerim-Tempel mehr. Wartet es nicht in Eschenrod noch ein? Kennt ihr den Weg dorthin? Nein, da müssen wir uns tatsächlich durchfragen. Es sei denn, Raphim ist dort irgendwie mal vorbeigekommen. Ich bin nur einmal von Sonnengrund aus zurückgelaufen, als wir uns damals mit dem Oberlöffel weggeschossen haben, aber da war kein Tempel, also der ist nicht an der Hauptstraße. Fragen wir Eisinger. Gute Idee. Tun wir das. Dann schaut ihr. Iserun zuerst, dann Raphim wird daher, dann der Rest.